den Keks aus der Dose geklaut. Hallo. Was haben Sie heute gespielt? Hast du schon aufgehört? Ja, ich starte gerade. Ich starte YouTube. Ich bin der Kapitän. Ich bin der Patschkolchen. Und ich habe heute Booty gesnackt. Booty? Ich bin 3-1 gegangen, also halt einmal nur verloren. Und ich weiß noch nicht, wie viele wir geworden sind, weil keine Ahnung. Und, wir sind noch nicht durch, deswegen. Wir sind noch nicht durch. Ja, die Loser da hinten spielen noch. Wir sind noch fertig. Wir spielen uns gerade. Cringe. Los, fangen Sie an. Das schwächste Glied der Kette, sind das die da hinten? Ja. Ja. Lass sie mal ärgern. Nein. Los, jetzt fang an, du kleiner Weg. Ja, das habe ich immer auf Kamera. Los. Das ist ein Video. Los, anfangen. Übrigens, Lieblingsposer. Lieblingsposer, Metallica. Metallica, das schlechteste Album, ich hab's nicht mehr gehört. Ich höre zwei Metallica-Songs, aber ich fand den Pulli cool. Legen wir los. Plünderpatrouille, wir spielen dreimal Weißbad, der Plünderpatrouillen Ausguck. Weiß? Der, das klingt gut. Weil er weiß ist. Super. Dreimal Brotbad. Was machen die Karten? AKA Rotzbad, die verlieren. Die musst du erklären. Leute, die richtig guten Karten. Junge, mir ist zu kalt hier, Alter. Die haben alle, die beiden hier, sind gut. Die sagen nämlich im gegnerischen Zug, wenn sie auf dem Feld sind, können sie ein Plünderpatrouille, Extradeck-Monster, Plünderpatrouille vom Extradeck beschwören mit derselben Eigenschaft wie ein Monster vom Gegner, was er im Friedhof oder auf dem Feld hat. Und sie equippen sich dran. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, das ist ein cooles Konzept, dann muss ich euch leider enttäuschen. Die haben nämlich in der Tin Can Reprint bekommen, weil Konami euch hasst, ihr kleinen Westgeburten. Deswegen kauft sie, I guess. Ja, und die sind gut. Und da haben sie noch Effekte, wenn sie von Monsterzone oder Hand auf Rave gehen. Warum zeigst du jetzt mich? Okay, der Special vom Deck, der equippt sich an Monster. Das ist gut. Dreimal die... Ne, warte, der ist besser. Dreimal die viertbeste Plünderpatrouille. Goldhaar. Die Plünderpatrouille Novizin. Und das ist der Matrose. Novizin, was zum Fick. Dieses Wort habe ich seit fucking 1998 nicht mehr gehört. Same. Was, 98 ist eigentlich so lange her. Doch, ich bin ein Boomer, Bozo. Okay. Die special sich von Hand oder Grave. Wenn du sie von der Hand specialst, musst du eine Plunderkarte discarden. Wenn du sie von Grave specialst, musst du irgendeine Karte discarden, aber du bist dann Plunder ausgelocht. Die banish dich danach nicht, die ist insane. Die Warum sind die Unterwäldler? Das check ich nicht. Ja, sollen sie Überwäldler sein oder was? Ja, sie sind ja unter Wasser. Irgendwie Aquaman. Wenn sie im Schiff sind, also in der Kajüte. Das sind sie echt schlecht. Digga, die sind Aquaman. Kann Das war fast so schlecht wie sein Witz, den er eben gebracht hat, ne? Er hat eben gesagt, die Karte ist aus DB1, das ist Dueling Book Version 1. Und meinte, das ist der schlechteste Witz, den er jemals gemacht hat. Kann ich bestätigen. Digga. Und jetzt der drittbeste Plunder, der ist so insane, der ist neu. Drittbester? Was für drittbester? Ja, das war die viertbeste. Ja, aber warum nicht der beste? Der ist insane. Ja, weil Weißbart der beste ist, weil er weiß ist. Nee, der ist schwarz. Schwarzaugen. Oh, Schwarzaugen. Ja, aber das kann ich so nicht hochladen, aber werde ich tun. Wir sind young and hungry, wir leben für die Gefahr. Nein, alles gut, wir sind nicht rassistisch, wir sind nur kleine Arschlöcher. Ja, eben. Nee, große Art, Leute. Ihr würdet den Ausmaß gar nicht glauben, wenn ihr es nicht seht. Ja. Schwarzaugen, wählen Plunder im Grave, specialt sich von der Hand, add den vom Grave auf die Hand, ist insane. Wenn er von. Das hat den zweiten Effekt, habe ich nie resolved, weil ich ihn jedes Mal vergessen habe. Wenn er auf den Grave geht von Hand oder Feld, Hand oder Monsterzone, kannst du einen Plunder aus der Spell Trap Zone in Death specialen. Leider nur in Death, deswegen kann das nicht mal so. Trotzdem insane, oh shit. Ja, trotzdem insane und die Lusche, keine Ahnung, Mann. Ich wollte 3 spielen, ich finde den eigentlich gut, das ist der beste Extender. Aber Problem ist halt, der klopft. So, wenn du nur den eröffnest, dann bring ich einfach um. Der specialt sich und kann ziehen, I guess, aber das Ziehen ist halt kacke, weil du immer eine Karte in der Hand haben musst, um zu annullieren. Handtraps! Nibiru! Dreimal Drain the Rock Johnson, dreimal Ash. Oh, ja. Die echte, die ist high rare. Digga, wie viel ist die wert? 8. 100 Millionen 8. Euro. 8, okay. Einfach nur 8. Okay, okay. Ich dachte 100 Millionen Euro. Drei Ash. Nein, stopp hier. 3 Weiler. Komm, Geringverdiener. 3 Fähigkeiten, Weiler. Effektversteigerung. 2 Schädelmeister. Warum Schädelmeister? Und 3 Imperm. Weil ich keine Ghost Spells habe, das wären sonst Ghost Spells. Aha, ich wollte auch maybe Ghost Ogre spielen, aber die Karte ist so trash gegen jedes Deck, was im Deck ist. Keine Ahnung, man. Ghost Spells sind so. Ghost Ogre sind so trash und Ghost Spells eigentlich auch nur gut gegen Revolt. Ja. Ash, Imperm, Vader ist klar, das sind die normalen Low Impact Handshaps, die du in jedem Deck spielen kannst. Ash ist halt sowieso insane. Nip habe ich keine Meinung zu. So, habe ich einmal gesehen gegen ABC und dann hat er sich umgebracht. Gegen ABC? Imagine ABC im Jahre 2021 Meinung. Das Deck ist gut. Das
zwei Schädelmeister. Ja, Schädel. Ich hatte zwei Slots frei. Ich habe über nachgedacht, spiele ich ein Desires, ein Raigeki, du, ein dummer Wichser, weiter, stopp, wir wollen das nicht mehr hören. Geworfen. Nein, ich mein's ernst, ich wollte das spielen für die Funnies, aber... Bitte, Raigeki, kannst du bitte Dark Hole Raigeki spielen? Desires, Feather Dust, der Raigeki wäre besser gewesen als Nip. Na, ich hätte das mal spielen sollen, nächstes Mal. Warum spielst du nicht drei Desires überhaupt? Weil ich nur ein Desires habe und das ist der Spanische von dir. Junge, ich habe noch ein Ultra, da kannst du Ultra Spanisch spielen. Desires ist okay an dem Deck, aber ich grind halt gerne. Das Deck kann man nicht gut grinden. Ich hätte es auch, wäre okay gewesen, so spielt halt anstatt Meister Desires Agate. Oder anstatt Nibiru, weiß ich nicht. Wie gesagt, Raigeki Feather Duster, das wäre auch gut gewesen. Ich habe mal die Fearspear, die ist overdesigned, ein Land vor, um sie zu suchen. Ja, die ist nicht. Muss ich die erklären? Ja, aber mache ich nicht. Die sucht und die pitcht und sucht dann. Die wollte ich auf 3 spielen, aber die Bricks halt wie Sau. Denn wenn du, was macht die? Das ist eine Poli in Besser, denn sie ist eine Poli. Ja. Kann sich vom Friedhof banishen und Emblem vom Deck equippen oder irgendwann. Oh, und ich wollte eigentlich 3 spielen, aber die klopft halt. Das Ding ist, wenn du sie ziehst, sie klopft nicht, aber wenn du sie ziehst und keine 2 Pandamonster, dann ist sie literally tot und das ist halt wirklich doch shit. Deswegen spiele ich da 2. Zwei Emblem. Ich wollte 3 spielen, die Karte ist halt insane, weil die extrem viel Tempo gibt, aber ich habe nur 2 bekommen, die sind auch fein. So. Was macht die Karte? Cheatet ein Plundermonster aus dem Extra-Deck. Aber das ist halt egal, auf welcher Spielfeldseite. Das heißt, du kannst auch einfach eins auf deiner Seite nehmen. Du kannst jedes deiner Plundermonster mal eben in das Nicht-Monster machen. Das ist halt insane. Warum spielen die Leute nicht immer auf 3? Ist doch an sich. Zwei war fein. Die ist okay. Noch bei keine Ahnung. Die ist so, ja. Wegen der 4 Spell und wegen deinen ganzen Monstern. Gibt die halt Tempo, aber. Ja, verstehe. Ja, keine Ahnung. Ich hätte sie auch auf 3 gespielt, aber ich habe auch eigentlich einfach. Doch, ich habe den Platz verloren. Nicht gesehen, wäre so insane. Das ist einfach die bessere Trap und. Booty ist literally meine Lieblingskarte. Du kannst jeden Zug ein Monster vom Gegner wählen, die Eigenschaft ändern und danach entweder einen Plunder vom Grave Special oder ein Stack mischen. Also das Special ist die eh immer. Ja. So dumm. Aus dem Extra-Deck oder aus dem jeden Zug plus 2 mit der. Nee, warte, das war Blackbeard. Du gehst jeden Zug plus mit dieser Karte. Leute zerstören die nicht, weil sie Idioten sind. Und ja, es ist so gut. Es ist so gut. Das Special ist einfach Whitebeard on Rest. On Rest machst du Whitebeard, machst dann. So, kannst ja eh die Eigenschaft aussuchen. Mhm. Und es ist so gut. Es ist so gut, die Karte. My favorite Pun of Curtis. Also, die cheatet basically indirekt ein Monster aus dem Extra-Deck, weil die special dann die raus. Nein, die holt einfach nur vom Grave und ändert halt die Eigenschaft vom Gegner. Muss halt nur ein offenes haben. Und dann kannst du mit dem, was du gewürft hast. Kann ich mit dem wieder ins Extra-Deck gehen. Das ist so ja, okay. Extra-Deck, 3 Lys, 2 Brand, 3 Merc ist meiner Meinung nach die korrekte Ratio, weil halt, ich mochte eigentlich 3 Brand, aber aktuell ist ein bisschen kacke, weil nicht so viel Backrow rumläuft, erst recht nicht auf Locals. Lys würde ich sowieso auf 3 spielen, einfach wegen der Fusionsspell. Wenn ihr 3 Fusionsspell spielt, dann spielt sowieso 3 Lys. Die Karte ist halt einfach wahrscheinlich das wichtigste Extra-Deck-Monster. Und Merc ist halt einfach. Ah, die könnte auch fein sein auf 2. Ich mag halt 3 ganz gerne, weil die auch oft einfach hart sammeln könnte und die dann halt den Gears zum Protection-Effekt hat. Ja, was machen die alle? Monster Negate, searchen dann nach einer Plunder-Karte und kann als Schnelleffekt einen Plunder aus der Spell Trap Zone Special. Spell Trap Banish und sucht dann nach einem Plunder-Monster und gibt all deinen Plunder-Monstern 500 ATK, außer sich selbst. Den Gears of Protection und Monster Banish und sucht danach einen Plunder Spell Trap. Ist die Quick Effect Banish? Die beiden sind nur dann Quick Effekte, wenn sie equipped haben. Und der ist immer Quick Effect, aber darf nur dann danach suchen, wenn er einen Equip hat. Okay, makes sense. Ja. Ja, wie gesagt, Merc auf 2 wäre fein gewesen. Ich grind halt gern länger ja. Und deswegen. Wenn man da habe ich es nie hat. Gebraucht. Wenn du halt gegen Cardio oder so einen Scheiß spielst oder irgendein Deck, was gut mit dir grinden kann, das habe ich heute nicht getan, dann brauchst du halt wirklich mehr. Dann ist halt auch Merc wirklich relevant, weil halt den Gears ja, genau. Effekt so gut ist. Dann fahren sie vor Ort. Der Guide ist notwendig, die Karte ist leckerlich. Spielt nicht Bahamut High, denn der hier kann halt, wie soll ich das sagen, schneller annullieren? Keine Ahnung. Du musst halt nicht Bahamut High Effekt aktivieren, bevor du das Negate bekommst. Du machst einfach den, dann hast du Negate. Ich meine, Tod ist halt auch nur 2 Negates, oder? Tod ist ein Negate. Na, kannst du nicht Bahamut schaffen? Die bleibt einfach liegen und die kann dir ja, jeden Zug was annullieren. Die kann auch zauberfallen Effekte annullieren, das kann Tod nicht. Das ist so. Und gut. Guck mal, die kann, weißt du, was die Tolles kann? Keine Exgewählten, Edemancipator Monster. Das, dann Ding, kannst ist, du das Ding ist, das habe ich heute jedes Mal vergessen, aber du kannst actually Nibiru Exgewählten. Deswegen ist es insane, Nibiru zu maindecken. Das habe ich jedes Mal vergessen, dass das geht. Aber theoretisch ist das ein Dragoon-Out. Weil, oh mein Gott, das hätte ich gegen Cyberdrachen machen müssen. So eine Scheiße. Ich hätte den gegen Cyberdrachen bauen können und für Nibiru. Oh mein Gott. Das war mein Misplay. Hätte ich das gemacht und Nibiru exkludiert, hätte ich actually gegen Cyberdachen gewonnen, dann wäre ich jetzt vor Ohr. Vor Ohr? Du hast gegen mich verloren. Das war ein Def, ja. Nicht gegen Cyberdragons. Hab ich nicht auch. Dominik, hab ich nicht vorhin auch gegen dich verloren? Du hast gegen mich gewonnen. Ich war der einzige Lose von mir warst du.
Ach so, oh, ich dachte, oh, ich hätte jetzt Dominik mit Zabalacher verloren. Dann hätte ich halt 2-0 gewonnen gegen Zabalacher. Let's go. Ich dachte, ich hätte verloren. Was macht die Karte? Achso, du hast 2-1 verloren, ja. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein, er hat gewonnen. Also, du hast gesagt, er hat gewonnen. Ja, aber ich weiß nicht. Wenn ich jetzt gegen Rasmus zwei. Gespielt hätte, nee, warte. Ja, dann hast du gegen ihn gewonnen. Ach, scheißegal, wir sehen es ja gleich in den Matchups. Ja. Auf jeden Fall, wenn der beschworen wird, poppt er alle Attack Precision Monster vom Gegner. Das ist ganz schief. Gegen Link. Das ist aber nicht der richtige Effekt. Er kann zweimal angreifen und macht Piercing. Also, er kann leider nur gegen Monster kämpfen. Das ist 2-8, ist okay. Ja. Der wichtige Effekt ist, wenn er zerstört wird durch eine Karte des Gegners, banish du Wassermonster vom Grave, er kommt wieder. Nicht once per turn. Oh. Der ist so sticky, die machst du einfach gegen Control Decks, poppst einfach alle. Ja, das Monster ist insane, holy shit. Und er stirbt halt einfach nicht. So, er kann. Das ist so dumm, die Karte ist so gut. Nicht in 10er Wert, für 5er, wenn ihr die für 5er bekommt, tut es, für 10er ist zu viel. Ja. Keine Ahnung, ihr braucht die Karte halt einfach, die ist so gut. Fucking Swords for a Moment. Ja, das Dweller, okay, Dweller braucht keine Dweller Explanation. Dweller ist die Highest Impact Rank Sword, deswegen habe ich sie einfach gespielt. Kann aufkommen, kam heute nicht auf. Gegen Shadow oder so eine Scheiße, ist halt komplett free. Mhm. Was das beste Plundermonster. Oh mein Gott. Geht jeden Zug plus 2, das ist alles, was die Karte macht. Du brauchst 2 Monster, darunter ein Plunder. Wähl irgendein Monster, was du kontrollierst, special ein Plunder vom Extra-Deck, so wie die anderen Monster, und danach zieh eine Karte. Schnelleffekt, by the way, es ist so gut. Es ist so Tega, holy shit. Jeden Zug plus 2. Ich habe 2-0 gewonnen gegen Luki. Achso, 2-1. Ah, 2-1, tut mir leid. Mein und schön. Der für Golden Hair, damit Golden Hair 1,5 Karten Blackbeard passes. Ist Blackbeard braucht. Ist generic oder was braucht er? 2 Monster, darunter ein Plunder. Oh, das ist nice, holy shit. Warum hast du gerade Blitz angemacht? Huch, Side-Deck. Ja, Side-Deck. Das, falls ich gegen Mark spiele, ist nicht passiert. Mark hat fuck. Mark, du hast. Darf ich dich zeigen? Du hast Danger gespielt, oder? Danger-Chat, oder? Danger-Chat. Irgendwie will ich ein Danger-Deck-Profile. Danger ist cool. Willst du ein Danger-Deck-Profile machen? Oh, na, schade. We get him next time. Yeah. Wenn ihr Nachtbilder von Mark wollt, dann schreibt in die Kommentare. Nein. Anyways, das sind die neuen Standard-Locals-Karten. Lightning Storm, die mir aus meinen Side-Decks rausgehen. Die ist so gut. Immer noch nie resolved. Nicht ein einziges Mal in meinem gesamten Aber sie ist gut. Vertrau mir. Die ist so gut. Wenn du sie ziehst, fühlst du dich einfach wie ein Gott. Und wenn nicht, dann sagst du einfach, ah, ich hab Lightning Storm. Der Gegner glaubt, das ist gut. Er glaubt. Definitiv passiert. Funktioniert. Nee, Dark Rulers 3 ist halt, wenn die Viro nicht geil ist, machst du Dark Rulers gegen Dragoon oder so. Das Ding ist halt, Dark Ruler Main wäre besser gewesen als Nibiru, glaube ich, denn auf den Locus wird halt viel Dragoon gespielt. Und wenn hier gab es nur eine Dragoon-Person. Echt? Ja, aber in general sind viele Leute mit Dragoon unterwegs. Und wenn du gegen Dragoon-Deck spielst, haben die meistens ein Negate, bevor du Anaconda machst. Evenly ist total sick, habe ich heute sogar endlich benutzt, zum ersten Mal seit 2 Jahren oder so. Ja, ja, gegen Jakob. Ja, komm, ja. Ja, los. Oh, nochmal. Kannst du auch noch einen anderen Fortnite-Tanz? Fortnite-Tanz? Mach mal. Ich kann das, ja. Oh, shit. Ich hab 2-0 gewonnen. Let's go. Cool. Zeigen Sie. Auf jeden Fall, die Karte ist halt gut gegen Trolldex. Rivalry, let's go. Nein, können wir nicht. Und Rivalry ist so free, wenn's mattert. Ja, dann ist die Karte 10, hol ich. Okay. Matchups. Wenn du willst. Ich will, aber ich kann mich nicht erinnern. Dann lassen wir es. Okay. Auf gute Nacht, YouTube. Gute Nacht, YouTube.